Light speed! Awesome! Phonetica! The world never know. Dann wollen wir, ja. Dann fahren wir noch ein bisschen Zug. Kapitel 5, tödliche Hingabe, abgeschlossen. Ja. 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 Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt. So, da liegt gleich was. Da liegt nichts. Da drin liegt auch was. Nimm erstmal das. Ein Audiolog. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Das ist mein Vorschlaghammer. Alias der Besen. Barbecue! Medco Snack! Yay! Everyone wants penis, Peng. Peno. Pedo. Keine Ahnung. Science Providers Bounty. Woo! Und da ist schon wieder so viel Erdbeermarmelade. Und da liegt einer. Und da liegt auch einer. Da liegen viele. Und ihr steht später nicht mehr auf. Meine Freunde. Ich. Ach, das ist die Toilette. So, dann wollen wir dieses Mal wetten, dass jemand hier auf der Toilette und mich fressen will. Oder auch nicht. Ah! Verpiss dich! Verpiss dich! Okay. Ich wusste es. Ihr steht nachher nicht mehr auf. Nein, nein, nein. Das kann ich nämlich gar nicht leiden, wenn ihr aufsteht und mich fressen wollt. Und bei den Damen? Die haben sich ein wenig den Kopf weggepustet. Ah, spülen nicht vergessen, ja. Oh je, hier stinkt's ein bisschen. Uah. Da lang. Was? Anbaudeck? Ja, was denn? Aufzug zum Anbaudeck. Yay! Und Isaac, was hast du so am Wochenende gemacht? Okay. Okay, alles klar, ist ja gut. Also wirklich gesprächig ist er jetzt nicht so, ne? Unser Superheld. Bist du sauer auf mich? Aha, okay. Er sagt dazu nichts. Was? Schema, Laserkanone. Ja, ja. Tomatoes. Tomatoes. Ich will auch Tomatoes. Ruhe mir nicht. Bewässerungsphase eingeleitet. Ah, cool. Und wie lange werden die jetzt bewässert? Ah, die hören schon auf. Das sind aber Riesentomaten. Ja, gut. Hammond?
Hammond! Nein, Isaac. Doch. Ach. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Ja. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Sie lebt mit dem Ding auf mich. Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Mhm. Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Okay. Kennst du mich doch. Also Schnitt hat recht. Du solltest irgendwo hingehen, wo du atmen kannst. Okay. Hast du deine Waffe noch? Gut, sie wird sie brauchen. Was? Okay. Halt durch, Mann. Ich werde dich retten. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ja, Moment. Ich betrete jetzt erstmal den Shop. Ja, Laserkanone. Also. Anzug Level 4 gibt's nicht. Ich brauche aber keine Laserkanone. Luftkanistermittel braucht kein Mensch. Ja. Stasepack? Nee, Mann. Ja. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich die Laserkanone verkaufe und mir einen Flammenwerfer zulege. Und die Dinger dann so richtig schön abfackeln. Das ist so die Frage der Fragen. Verdient hätten sie es, ne? Na gut, gehen wir erstmal durch. Und schauen mal, wer so aufs Maul will. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Mag ja sein, aber sollten wir jetzt nicht lieber überleben? Oh oh. Eine Werkbank. Eine Werkbank ist sehr schön jetzt. So. Rick. Ja, ich brauche mehr Leben. Wenn jetzt noch mehr solche Fettsäcke kommen, habe ich nämlich sonst gelitten. Oh, schön. Ah, perfekt. Pestizide. Die Waffe könnte man eigentlich auch mal wieder nehmen. Denk nicht mal dran, Kumpel. Gut. Da wir das jetzt offiziell geklärt hätten. Aufstampfen! Der Flammenwerfer wäre definitiv angebracht.
sieht überhaupt nicht gut aus. Oh oh, ich wollte gerade sagen, wo kommt der her, aber das sind ja ein paar mehr. Kommen immer mehr, kann es sein? Ah, Zeit mal was auszuprobieren. Ah, ach doch! Okay, das war praktisch unklug. Hammer! Was ist das jetzt? Bitte. Och nö. Schleicht sich schon wieder einer an. Es wird jetzt reichen so langsam. Habt ihr mich verstanden? Sag mal! Der Quick da fröhlich vor sich hin, gell? Das reicht jetzt echt. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Okay? Fissnöcke. Na klasse. Oh oh. Aha. Wow, wo kommst du her? Ich soll genau hier stehen bleiben, oder was? Warum finde ich, dass das eine schlechte Idee ist? Ist das über mir? Der hat Asthma.